Jolo Pandolo und was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich bin El Perehan und ja, let's go! Ich bin Captain Toad Treasure. Das ist ein Spiel auf der Wii U. Kann mich hier so bewegen. Mit dem Gamepad kann ich hier so was machen. Das ist mein Toads Schwester Toadette, glaube ich, heißt die. Lol, ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf dieses Let's Play. Ich finde, es ist so süß und... Aber es sackt. Da 100%, ihr glaubt es nicht, aber das Spiel ist zum Teil so schwierig. In der letzten Welt oder alles zu finden. Ich weiß noch nicht, ob wir 100% durchspielen oder nur so, keine Ahnung, so viel wie geht. Ah, ich liebe diese Mucke so. Kapitel 1. Auf der Spur der Sterne. Aufbruch am Rupfpass. Ja, jetzt geht Captain Toad seine Schwester retten. Ich weiß nicht, ob Schwester oder Freundin ist, aber ich glaube, es ist Schwester. Da sieht man schon die sammelbaren Gegenstände. Oben links sieht man, wie viel von denen man schon. Auf dem Gamepad kann ich diesen Kreis da machen. Und jetzt kommt das Besondere. Alle normale Toads in Mario können springen. Captain Toad kann nicht springen. Warum das liegt, wissen wir noch gar nicht. Mit dem kann ich die Taschenlampe an- und ausschalten. Woran das liegt, gibt es nicht wirklich eine Begründung, aber Nintendo hat schon mal gesagt, das ist, weil er so einen schweren Rucksack hat. Das da kann ich jetzt, wenn ich cool würde, mache, so drauf schießen, wenn ich es könnte. Aber ich kann auch einfach mit Gamepad. Da ist schon der erste Gegner, ein Scheugoi. Oh, schlechtes Timing. Oh, ich bin klein. Also bevor ich das hier mache, das ist wichtig. Och, bitte nicht. Oh, das ist wichtig. Der ist nämlich 50 wert. Es gibt hier auch One-Ups. One-Up! Die Münzen bringen hier auch gar nichts. Hier sind unsichtbare Münzen, geil. Ach, ich liebe es einfach hier zu rätseln. Wie kommt man jetzt da hoch? Wie kommt man wohl da hoch? Es ist einfach so cool zu rätseln, finde ich. Oh, gönn dir. Danke, Brut. Das sind, glaube ich, die Kollegen oder auch die Brüder. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, von Captain Toad Treasure Tech ist die Geschichte so, dass sind vier Brüder. Und die haben halt dann Toadette mit aufgenommen. Ja, sogar die Mission geschafft. Vielleicht machen wir doch 100%. 100% bedeutet überall die Marken. Du kannst nun Amiibo verwenden. Ja, ich habe keine. Chaos im Gookiums-Tempel. Ich weiß nicht, was die Amiibo bringen. Vielleicht hole ich mir mal ein Amiibo. Da ist das Ziel, die Brücke nicht zerstören. Also bloß nicht auf die Brücke, weil die geht kaputt. Och, geil. Im normalen Mario würde ich jetzt einfach... Es gibt ja auch Mario 3D World. Dort ist irgendwie so Captain Toad entstanden. Toad wollte seinem Bruder Captain Toad helfen. Und dann gab es so kleine Level von ihm. Und jetzt ist daraus ein ganzes Spiel entstanden. Alter, was?
Das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen alt, das gibt es auch schon auf der Switch. Aber trotzdem, das ist gut. War nicht hinterfallen? Oder? War es da? Nein. Mit der Kamera ist ein bisschen schwierig. Es ist halt wirklich mein Lieblingsspiel. Da jetzt fallen lassen. Hä? Also, ich dachte schon. Mit wem sprintet man? Ich weiß nicht, was eben mit dem blauen Kreis kann man auch die Leute stunnen und unsichtbare Münzen finden. Hallo! Ach, ich liebe dieses Spiel so sehr. Ja, das ist dieses Space jetzt entstanden, weil Splatoon 2 hat irgendwie keinen Bock drauf, weil erstens, es geht viel zu lange, wenn ich alle Waffen euch zeigen will, was ich eigentlich wollte, und zweitens, ja, ist halt einfach so, dass es nicht so cool ist, zweimal direkt Splatoon. Da muss auch mal ein bisschen Abwechslung. Vielleicht kommt Splatoon online noch einmal auf meinem Kanal irgendwann. Höchstwahrscheinlich, aber leider nicht. Seht ihr? Brücke nicht zerstört. Oh Junge, ich weiß das schon. Das war mein erstes Spiel auf der Wii U. Ach, liebe ich das Teil. Wir nehmen jetzt schon 7 Minuten auf. Nicht wundern, wenn ich nicht Tschüss sagen werde, bevor ich abstelle, weil es ist eben so, dass ich, also da brauche ich. Da dieses Level muss ich zweimal machen. Ach komm, wir machen jetzt einfach mal 100%. Wir sind mal nicht so. Wo ist der Schlüssel? Ah, da. Hier ist nämlich das Ding, man darf nur 6-mal berühren. Das schaffen wir nicht im ersten Durchzug drum. Aber es geht ja auch nicht lang. Da rein, da so. Da runter. Peinlich. Warte, vielleicht schaffen wir es doch noch. Geht das jetzt auch schon? Hoffentlich. Weil ich finde es halt einfach cool, aber ich bin schon gestorben. Really? Nur 3-mal berührt. Der Tod hat sich gelohnt. Diese Dings, die brauchen man nämlich um andere Levels freizuschalten. Steinpilzplateau. Es geht auch so schnell, dieses Spiel. Einmal habe ich es richtig durchgesuchtet und das in 7 Tagen fertig gehabt. Die sind böse. Böse Eulen, nicht gut. Ah, hier kommt man nicht weiter, das ist ein Troll. Ich darf jetzt den da hier einsacken. Und ich darf jetzt das da Geld einsacken. Mann! Es gibt auch manchmal so eine bestimmte Anzahl an Münzen, die man finden muss. Es ist wirklich immer etwas anderes, das finde ich gut. Es gibt auch kleinere Sachen, komm her, du. Zum Beispiel, leider kein Schaden, komm. Oh, Vogelperspektive, hasse ich. Komm. Tschüss. Hier ist es, glaube ich, besieg auch, Mann. Besiege alle Gegner. Wenn ich mich nicht komplett irre.
Seht ihr, das ist aber nicht mit Rätsel, das ist so schön. So anders schön. Ich kann dir kurz stammen. Really, bro? Nein. Mann. Wenn ich jetzt besiege alle Gegner ist, dann habe ich verkackt. Bitte nicht besiege alle Gegner. Bitte. Ich wette, es ist es. Aber egal, in 10 Minuten haben wir jetzt schon 4 Level geschafft. Das geht so schnell. Ich meine, in 11 Minuten. Ja, alle Gegner besiegt. Haha, witzig. Als ob ich jetzt eine Anleitung brauche, Junge. Ich habe das Spiel schon 4-5 Mal durchgezockt. Also es ist nicht blind. Sorry. Sri. Speedrun. Ja, geil. Früher habe ich immer Selbstmord gemacht, aber das mit Selbstmord kommt man nicht weit. Das ist schmerzlos, aber trotzdem. Hat jemand von euch schon mal dumme Frage? Eine Frage an euch, wenn es jemand weiß, wie macht man Abstimmungen oben auf mich? Wie geht das? Ich würde gerne mal Abstimmungen machen. Schmarrn. Schmarrn. Das brauche ich nicht. Diamanten sind was für Loser. Och nein. Da man eben nicht springen kann, ist so ein bisschen der Rätsel-Effekt. Komm, jetzt nicht verkacken. Ich schneide. Geschafft. Und habe ich euch eigentlich schon von meinem neuen Zeitplan gesagt? Ab jetzt wird nicht jeden Tag beides kommen, sondern Freitag Captain Toad, Dienstag das andere. Immer zweimal plus noch etwas Bonus. Dieses Mal ist es FIFA. Also, Tschüssikowski.